Hallihallo, ihr Lieben. Wie ihr wisst, lebe ich in Deutschland und ich habe entschieden, mit euch in diesem Video die 5 wichtigsten und häufigsten Redewendungen zu teilen, die ich jeden Tag in Deutschland höre. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt dabei. Ich verstehe nur Bahnhof. Naja, eigentlich hat es nichts mit dem Bahnhof zu tun. Ich verstehe nur Bahnhof bedeutet, ich verstehe nichts. Das bedeutet, das ist für mich zu schwer. Oh, Mathematik ist so schwer. Ich verstehe nur Bahnhof. Das A und O sein. Das A und O sein bedeutet sehr, sehr wichtig sein oder die Grundlage bilden. Obst und Gemüse essen ist das A und O der Gesundheit. Grammatik ist das A und O der deutschen Sprache. Das ist mir Wurst. Wurst? Wurst? Ja, wahrscheinlich weißt du, dass die Deutschen verschiedenste Würstchen mögen. Ja, aber eigentlich hat diese Redewendung nichts mit den Würstchen zu tun. Das ist mir wurscht bedeutet, das ist mir egal. Das ist mir egal. Lucy kommt nächste Woche nach Berlin. Vielleicht können wir sie aufnehmen? Och, das ist mir wurscht. Wie du willst. Die Nase voll haben. Ist meine Nase voll? Die Nase voll haben bedeutet, dass man schon zu viel von etwas hat und das einfach nicht mehr haben möchte. Du arbeitest sehr viel, aber dein Chef gibt dir noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit. Und dann sagst du, so Leute, ich habe schon die Nase voll, ich suche mir eine neue Arbeit. Jemandem die Daumen drücken. Diese Redewendung nutzt man, wenn man einer Person viel Erfolg wünschen möchte und Unterstützung zeigen möchte und somit sagt, dass man an diese Person in diesem wichtigen Moment denken wird. Hast du morgen diese wichtige Prüfung? Ja, genau. Hab so viel Angst davor. Oh, na dann, viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen für morgen. So Leute, das war's schon. Ich hoffe, ihr könnt aus diesem Video etwas mitnehmen. Wenn ihr auch andere Redewendungen kennt, die sehr typisch sind, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ja, für jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann los damit! Wenn du bis jetzt geschaut hast, dann heißt es, dass du sehr motiviert bist und ich möchte dir deswegen ein sehr cooles Video hier empfehlen mit den sehr häufigen Wörtern im Deutschen. Ja, ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!